Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. McDonald's hat den Big Mac verändert und hat ihn für 1 Euro heute rausgehauen über die App. Und ich habe mir gedacht, ich hole ihn mal und guck mal, was er Neues kann. Dazu gab es noch eine gratis Coke. Dankeschön fürs Geschenk. Und wir gucken mal. Ei. Ich hoffe, es sind drin so gut. Es gibt noch ein Big Mac TS. Der ist auch noch hier. Jetzt muss ich mir alles runter. Und wir gucken erstmal rein. Oh, der Käse ist geschmolzen. Geil. Geschmolzener Käse. Der Käse ist geschmolzen. Schauen wir mal, was er kann. Der ist weicher, nicht so hart. Das Brötchen ist auch schön soft. Die Bulette ist schön soft. Geschmacklich hat er sich nicht verändert. Aber er ist weicher von der Konsistenz her. Das Brötchen ist weicher. Das Fleisch ist weicher. Der Käse ist geschmolzen. Ich hasse immer noch diese Pappdinger. Gibt es mal eine Alternative dafür? Nein. Vorweg, ich habe mich gewogen, ich habe nicht zugenommen, also darf ich heute essen. Wieso kann ja nicht so Papier eingepackt sein, dann kannst du, das ist handlicher. Wie bei Burger King ist es ja ein Papier eingepackt. Ich finde das vom Handling besser als für eine Pappschachtel, weil das Ding kann da nicht auseinanderfallen, weil das Papier ist drumrum. Wieso ist das nicht machbar bei McDonald's? Einfach Papier drum machen und dann hält der Burger auch zusammen. Das ist Minus immer noch bei McDonald's. Ich grüße alle meine Follower. Der Käse war aber noch nicht so geschmolzen wie jetzt. Hm.
Zum Glück gibt es Babyfeuchttücher, da kann man sich schön einsauen und dann die Hallen da abwischen schön. Wie früher zu DDR-Zeiten. Nassen Waschlapp mitgenommen. Hat immer meine Mama gemacht. Die hat immer meistens nassen Waschlapp mitgenommen, wenn ich unterwegs war, wenn wir Eiscreme essen waren oder so. Und der Handtuch. Jetzt muss ich mal den Karton tauschen, weil ich habe ja den zweiten Karton noch, wo das Handy dagegen steht. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Karton dahinter. Stabil. Wird mir jetzt am Arbeit sagen, stabil. So, jetzt haben wir natürlich den Big Mac. TS oder so. Bacon TS. Da kommt nicht schon das ganze Salatblatt raus. Tomate und. Ist das Bacon? Ich weiß es nicht. Aber hier ist kein Bacon drauf. Doch, hier ist Bacon. Ich habe Bacon gefunden. Ein Caddy neben uns. Du bist aber nicht mutiges Mädchen, als Frau in Caddys zu fahren. Ja, beißen wir mal rein, mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Schauen wir mal. Bacon. Ein bisschen wenig Bacon. Und Tomate. Ich hätte das mehr verteilt. Aber es ist ja ein neues Produkt. Noch ausbaufähig. Oh, die Polizei. Die fahren zu McDrive gut. Im Ohren. Gesetzeshüter. Das ist eine geile Kombination. Das ist geil. Aber wie gesagt, ich mag diese so ein Paket, so ein Papierwert drum besser. Perfekter Job für mich Bürgerentwicklerin. Und wer bei McDonald's oder bei Burger King wäre, Wurstbrot. Die Polizei besteht aber viel bei McDonald's. Ich sehe gerade das Polizeiauto. Blaulicht. Immer noch kommt so. Also, das Resümee. Der neue Big Mac ist weicher, softer, vom Fleisch her, vom Brötchen her. Und der Big Mac Bacon TS ist geil mit dem Bacon, den Tomaten und den. Nee, das war die Feuerwehr. Und den Salat. Bacon und Tomaten ist gut. Durch die geile Big Mac Soße, die wir ja schon alle kennen und geil finden. Also ich finde die geil. Geil wäre es natürlich, wenn die große Zwiebelringe noch drauf hätten. Das wäre extrem geil. Guti, tschüss. Das war mein Resümee zum neuen Big Mac.